Und das sind menschliche Knochen und da muss man schon pietätvoll mit umgehen. Man sieht hier die Hälfte der vermeintlichen Grabgrube. Man ist ja auch die erste Person, die nach 7000 Jahren die Erde entfernt und dann den Einblick eben in diese Zeit bekommt. Braucht auf jeden Fall Ruhe und vor allem, wenn die Knochen so schlecht erhalten sind. Man kann nicht ausschließen, dass es doch Tierknochen ist und das werden wir jetzt dann gleich herausfinden. Na, dann lassen wir uns mal überraschen, ob tatsächlich was kommt oder nicht. Hallo, ich bin Elli und arbeite als Archäologin beim Büro für Archäologie Neupacoschik und Simm. Ich habe meine bislang größte Grabungsleitung übernommen und heute entscheidet sich, ob wir ein Grab aus der Jungsteinzeit entdeckt haben oder nicht. Der Grabungsanlass für die Grabungen und Mauern ist der, dass da ein Neubaugebiet entstehen soll. Ja, es war schon bekannt, dass man da auf Archäologie treffen wird, auf archäologische Befunde. Deswegen wurden wir vorab beauftragt, um das archäologisch zu untersuchen. Also mittlerweile macht es eigentlich total Spaß. Anfangs, wenn man so die erste Grabungsleitung hat oder Assistenz, bei der man das machen muss, es ist total aufregend oder man ist ein bisschen nervös. Hey, good morning. The first step would be that we're talking about our task, what we have to do today. Also der Rundgang in der Früh ist einerseits, dass ich schaue, dass wirklich jeder an seinem Platz ist, aber es ist auch in erster Linie für mich, um nochmal einen Überblick zu bekommen, okay, was ist der Stand, wie viel können wir heute schaffen oder was wäre so das Tagesziel, dass ich das dann vor Ort mit den Leuten nochmal abspreche. Hey! Hey! Hey, hola, how are you doing? Great! We still have the Münzhöfener culture, I guess, because we have those little fine dots. Okay, really nice. Okay, could you go on cleaning this planum and making a detailed picture? Okay. Marta, first of all, finish the drawing and then when we remove it, then we will also remove the pottery. Yes. Here we also have to be really careful when we enlarge the profile. Yeah, and but I guess this is a problem for future. Yeah, it is a problem for the future. An sich hat schon höheren Stellenwert, weil man den Menschen an sich ausgräbt. Also man hat die Person, die all diese Dinge hier in der Gemeinschaft errichtet hat, erbaut hat, der die Keramik gefertigt hat. Und das sind menschliche Knochen und da muss man schon pietätvoll mit umgehen. Vor allem in dem Lössboden, da hält sich der Knochen so schlecht, dass selbst wenn man mit dem Holzspatel gräbt, können diese Knochensplitter unheimlich schnell abgetragen werden und dann ist eben nichts mehr vorhanden. Wenn man hier hinsieht, ist dann dem Kollegen beim Putzen aufgefallen, dass wir hier so kleine Splitter haben oder so eine weiße Verfärbung. Und bei näherer Betrachtung sieht man, und auch dank unserer Kollegin, der Chiara, unserer Anthropologin, konnte man das dann auch gut als Knochenrest identifizieren. Und dann sind wir natürlich schon mal ein bisschen hellhörig geworden und haben gesagt, okay, gut, jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein, weil die Reste der Bestattung eben auf der Seite noch vorhanden sein können. Wir vermuten, dass der Bestattete dann eben auf dieser Höhe zum Vorschein kommt. Man kann nicht ausschließen, dass es doch Tierknochen ist und das werden wir jetzt dann gleich herausfinden. Na, dann lassen wir uns mal überraschen, ob tatsächlich was kommt oder nicht. Interesse an der Archäologie habe ich schon im Kindheitsalter entwickelt und mein Papa ist da nicht ganz unschuldig dran. Wir waren zusammen mit meinem Bruder öfter in Räuberhöhlen zum Beispiel am Donaudurchbruch oder man ist zusammen an die Sempt gefahren, als wir noch in Erding gewohnt haben und haben zum Beispiel Fossilien geklopft und das waren so Schlüsselerlebnisse in meiner Kindheit, die dann irgendwie den Wunsch geweckt haben, Archäologin zu werden. Dass mir die Archäologie gefällt, das Fach, dass mich das interessiert und begeistert, habe ich im ersten Semester dann gemerkt. Und auch die Grabungen während des Studiums haben so viel Spaß gemacht, dass ich wusste, das ist der Job, den ich machen will, das macht Spaß. Man möchte natürlich nichts zerstören, also man möchte das ja dokumentieren. Einerseits aus Interesse für einen selbst, aber andererseits wird man auch kontrolliert vom Landesamt für Denkmalpflege zum Beispiel. Und da möchte man natürlich auch gute Arbeit abliefern, weil ja so der Ruf als Archäologin auch mit dran hängt. Dann nehme ich jetzt mal die Keramik raus und dann können wir uns von da nach da arbeiten, oder? Das hier.
Ah ja, aber wir haben hier ein bisschen Holzkohle. Vielleicht könnten wir das tatsächlich auch noch mit eintüten. Ich habe definitiv was aus dem Studium für die heutige Arbeit mitgenommen. Und es fängt erstmal mit dem theoretischen Hintergrund an, dass man versteht, was die Archäologie eigentlich ist. Das Wissen über die Steinzeiten, welche Materialgruppen gibt es da, was erwartet einen. In der Uni hat man Formenkunde beispielsweise. Das heißt, man zeigt, mit welchen Gegenständen man in der Archäologie und auch im archäologischen Alltag konfrontiert ist. Und so den Bezug zu diesen Objekten und zu diesem Hintergrund zu bekommen, das lernt man an der Uni. Oh, das müsste ja dann eigentlich irgendwo hier kommen. Ja, ungefähr da, ja. Das ist ja unglaublich schwierig, Chiara. Jetzt kommt schon der erste Knochen, oder beziehungsweise jetzt können wir schon den Knochen freilegen. Da sieht man die knöchrigen Fasern hier in dem Bereich. Und das muss ich jetzt weiter verfolgen, vorsichtig, damit nicht noch mehr kaputt geht. Und wie man sieht, das ist unglaublich splittrig und fasrig. Das ist eigentlich eine Seltenheit, dass ältere und erfahrene Kollegen nicht die Aufgaben machen, die ich ihnen zuteile. Das ist ja Teil von meinem Job. Manchmal auch bei männlichen Kollegen ist es dann schon so, dass sie es besser wissen oder dass man Aufgaben verteilt und oder erklärt, so und so muss es gemacht werden. Und dann wird es doch anders gemacht, weil eben die jeweilige Person meint, ja, so ist es richtiger. Ob das jetzt daran liegt, dass ich weiblich bin oder jünger bin, das weiß ich nicht ganz genau. Aber es kommt manchmal doch vor, und wenn es vorkommt, dann ist es nicht ganz leicht. Aber man muss dann einfach zu der Person hingehen und sagen, gut, okay, so geht das nicht. Halte dich bitte an die Absprachen. Am Ende bin ich die Person, die für die Dokumentation und für die Ausgrabung und für den ganzen Verlauf der Grabung verantwortlich ist. Kannst du noch ein bisschen weiter von dir weg? Ja, so passt's, genau. Man muss da immer so die Balance finden zwischen sicher genug oder vorsichtig genug arbeiten, um möglichst viel wissenschaftliche Informationen zu bekommen, aber andererseits auch so einfach wie möglich zu arbeiten, um eben den Kosten- und Zeitfaktor gering zu halten. Also man kann einen Fund auf jeden Fall durch die falsche Waschung ruinieren. Also es gibt immer wieder die Fälle, dass die Leute da nicht geübt sind oder denken, das ist ja nur Scherbenwaschen, das geht ganz leicht und ganz schnell und passen nicht auf. Und dann wird die komplette Oberfläche weggebürstet und man hat nur noch das Innenleben der Keramik und dann hat man überhaupt gar keine Aussage mehr über die Datierung, weil die Ornamentierung oder die Verzierung gibt uns Aufschluss darüber, wie alt das Artefakt ist, aber auch zum Beispiel über die Machart. Und wenn das weg ist, ja, dann hat man eine Scherbe, hat die Info, aber alles Weitere ist verloren. Ich denke, dass es jedem passiert ist, vor allem in der Anfangszeit, wenn man es nicht hat, also wenn man es nicht wusste. Man versucht natürlich schon immer alles richtig zu machen, aber das Gute ist ja, dass man aus den Fehlern dann lernt. Nee, ist nichts kaputt gegangen, hat alles funktioniert, aber man sieht, dass die Oberfläche ziemlich angeschlagen ist. Genau, und hier sieht man aber noch die Bereiche. Unsere Aufgabe als Grabungsfirma ist es eigentlich nur, die Funde zu bergen und grob aufzunehmen. Wenn man natürlich schon weiß, um was es sich handelt, kann man das genauer aufschreiben. Aber jetzt eine weitere Recherche oder Analyse machen wir nicht. Je mehr Bestattungen man natürlich vor Ort hat, desto mehr kann man auch aus den Menschen herauslesen, weil es ja dann unterschiedliche Personen sind und dann eben mehr Informationen gewinnen über die Bevölkerung, die da in dieser Siedlung gelebt haben. Ja, es ist schon relativ sicher, dass es eine Bestattung ist. Also es passt einfach sehr gut mit den Knochen hier, also das wird sich wahrscheinlich um einen Armknochen handeln in dem Bereich und im unteren Bereich um den Fußknochen. Also es sind so Längsknochen. Und jetzt, nachdem ich auch mit der Chiara gesprochen habe, ist es eher untypisch für ein Tier. Man hat dann die Person, die vermutlich in dieser Siedlung gelebt hat, direkt vor sich. Also das ist dann nochmal ein ganz anderes, besonderes Gefühl, direkt diese Person ausgraben, ja, oder eigentlich auch nach so langer Zeit aufdecken zu können. Also man ist ja auch die erste Person, die nach 7000 Jahren oder 5000 Jahren, je nachdem, die Erde entfernt und dann den Einblick eben in diese Zeit bekommt. Es braucht auf jeden Fall Ruhe, zumindest wenn die, und vor allem wenn die Knochen so schlecht erhalten sind.
Kam jetzt noch irgendwas Besonderes dazu, Chiara? Irgendwie hier kam noch ein kleiner Knochen. Ja. Aber hier ein bisschen was, aber vor allem da. Sonst kam nichts. Okay. Und die Keramik, hast du gemeint, die war da in dem Bereich, wo vermutlich die Füße gewesen sein könnten? Ja, also die war, also der größte Haufen von der Keramik war hier drüber. Hier ist ja noch ein Stück drunter jetzt. Mhm. Ja, wir würden das aber dann trotzdem ganz normal aufnehmen, also im, als Plan um zwei mit Fotogrammetrie und alles drum und dran, oder? Genau, mit der Beschreibung. Ja, und abzusehen, dass das eine Bestattung wird. Also das stimmt, dass es leider Gottes nicht mehr gut erhalten ist. Also einerseits wegen dem Boden und weil wir es auch nicht erkannt haben oder die meisten Knochen schon zersetzt waren. Das heißt, ein Teil der Bestattung wurde tatsächlich auch schon zuvor ausgegraben. Das ist leider so. Aber trotzdem war sie und auch wir alle glücklich drüber, weil es eine der, ja, das ist die älteste Bestattung hier im Grabungsgebiet. Also für mich ist die Bestattung an sich schon besonders. Ich bin nicht enttäuscht und außerdem grabe ich ja schon länger aus. Sprich, ich weiß, dass eben sowas auch vorkommen kann. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Archäologiestudium so läuft, dann schaut hier. Und wenn ihr euch für weitere Studiengänge interessiert, dann klickt hier.